Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, du hast dich auf dieses Video verirrt. Du hast wahrscheinlich nach seriöser Heimarbeit gegoogelt. Du hast recherchiert, nach Möglichkeiten, wie du von zu Hause aus arbeiten kannst. Und dann möchte ich dich jetzt erstmal ganz herzlich beglückwünschen, denn du hast, dieses Video gefunden und auf diesem Video oder in diesem Video werde ich dir meine Top 2 Möglichkeiten, verraten, ja, mit denen du das Ganze bewerkstelligen kannst und ich möchte die geeignete Vorgehensweise dazu gerne in diesem Video mit dir teilen. Wie bereits gesagt, mein Name ist Oliver Schirmer. Ja, schön, dass du jetzt hier in diesem Video dabei bist. Weißt du, wenn du nach einer seriösen Heimarbeit suchst, wenn du nach Arbeiten von zu Hause suchst oder von zu Hause aus arbeiten suchst, dann gibt es da draußen super viele Möglichkeiten. Du kannst entweder Kugelschreiber zusammenbauen, du kannst Umfragen, an Umfragen teilnehmen, dich dafür bezahlen lassen, du kannst irgendwelche Anrufe entgegennehmen, kannst in einem Callcenter aktiv werden, also Grafiken erstellen etc., je nachdem, was halt so dein Themenschwerpunkt ist. Also du kannst super viel machen. Und vieles davon ist auch, wenn du, ich sag mal, jetzt einfach nur ein paar Euro dazu verdienen willst, ja, oder jeden Monat 300, 400 € oder so dazu verdienen willst, dann ist das alles auch super in Ordnung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte oder die auf mich zukommen, mit mir Gespräche führen, dass die Sache nicht die 300, 400 € Hinzuverdienst sind, sondern dass die Menschen ja nach einer ganz anderen, ja, Zukunft suchen, ja, eine neue berufliche Möglichkeit, einen neuen Lifestyle, ja, ein anderes Leben, natürlich auch mehr Geld, aber ja, nach einer anderen Art von beruflicher Erfüllung, ja, das sind ja diese Dinge, die da dahinter stecken. Und wenn das bei dir jetzt auch der Fall ist, wenn du so jetzt kurz für dich so innegehalten hast und gesagt hast, ja, stimmt, das würde auf mich auch zutreffen, ja, dann sollten wir uns eine andere Frage stellen. Also die Frage ist jetzt nicht, welche Möglichkeiten gibt es, wie du ein paar Euro jeden Monat dazu verdienst oder einige 100 € dazu verdienst, wie auch immer, ja, sondern die richtige Frage müsste dann eigentlich lauten, wie schaffe ich es, ja, mir eine berufliche Perspektive, eine berufliche Existenz aufzubauen, von der ich ja, ab heute an, ja, von heute an bis in die Zukunft auch profitieren kann. Und da möchte ich dir eben diese zwei Top-Möglichkeiten geben, beziehungsweise zeigen, die ich selbst anwende und ja, die ich mit wirklich hundertprozentiger Überzeugung jedem so weitergeben kann. Und wenn du jetzt bis zum Ende des Videos hier dran bleibst, dann wirst du genau diese beiden Möglichkeiten kennenlernen und die Vorgehensweise, wie du das Ganze dann für dich in der Praxis auch umsetzen kannst. Also, lass uns loslegen. Die erste Möglichkeit ist Network Marketing. Vielleicht zuckst du jetzt so zusammen, wie ich es jetzt gerade so gemacht habe, ja, weil viele Menschen hören, wenn sie den Begriff Network Marketing hören, dann geht's so in alle Glieder, ja, und weil sie irgendwo jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der schon mal schlechte Erfahrungen mit Network Marketing gemacht hat. Aber warum empfehle ich dir Network Marketing? Weil Network Marketing ist nicht nur der Vertriebsweg, der am stärksten am Wachsen ist, ja, sondern das wird im Prinzip in Zukunft noch viel, viel stärker, ja, so weitergehen. Weil, ob wir jetzt in das Thema Altersrenten reingehen, Gesundheitssystem etc., was da auch kommt, der Arbeitsmarkt muss immer flexibler werden. Da wird Network Marketing früher oder später die Konstante in dem Leben der Menschen sein. Warum? Es gibt im Network Marketing, ich glaube, kein Produkt, ja, was du nicht dort finden wirst. Das heißt, du musst nicht irgendwie Umfragen erstellen, Kugelschreiber erstellen. Im Übrigen mit den Leuten, wo ich spreche, ja, die stellen sich jetzt Kugelschreiber zusammenstellen oder zusammenbauen. Das ist jetzt nicht denen ihr Traumjob, ja. Wenn das Leute gerne machen, super, kein Problem. Ja, also es geht gar nicht darum, ob etwas schlecht oder gut ist, sondern es geht einfach darum, dass du für dich die Perspektive siehst, ja, dass du für dich sagst, okay, das ist mein Weg. Und Network Marketing ist eben ein Weg, den du die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre gehen kannst, ohne ja, immer nach Alternativen suchen zu müssen. Vorausgesetzt, du hast das richtige Unternehmen, bist im richtigen Markt aktiv. Ja, aber dazu habe ich auch schon Videos hier auf dem Kanal oder auf meinem Blog erstellt.
schau dich da einfach um und da wirst du da auch die Antworten dementsprechend finden, wie du das Ganze machst. Oder nutz unterhalb des Videos einfach die bereitgestellten Informationen, trag dich dort ein, fordere dir Informationen an und dann kriegst du alles, was du wissen musst zu diesem Thema. So, kleiner Werbeblock, entschuldige, jetzt kommen wir wieder zurück auf Network Marketing. Ja, die Vorteile von Network Marketing sind einfach zum einen, findest du, ja, wie schon gesagt, fast jedes Produkt, ja, oder du kannst in so viele verschiedene Nischen gehen, da solltest du etwas finden, ja, wo dein Herz für schlägt. Und diese Möglichkeit hast du. Und deswegen such dir was, wo dein Herz für schlägt, wo du dich dafür begeistern kannst und dann leg in diesem Bereich los, such dir da ein Top-Unternehmen aus, welches Top-Produkte anbietet und dann geht's los. Vorteile von Network Marketing, ganz einfach. Du hast alle Vorteile des Unternehmertums, der Selbstständigkeit. Du hast aber eines nicht, du hast nicht die Nachteile, ja. Wenn du heute ein Unternehmen aufbaust, dann brauchst du erstmal hohe Investitionen, ja. Du musst vielleicht Maschinen anschaffen, du musst ja in Mitarbeiter investieren, du hast Löhne, Gehälter etc. Du hast vielleicht irgendwo ja, ein Ladengeschäft oder was weiß ich, ein Fitnessstudio oder irgendwie eine Gewerbehalle, was du benötigst, um das Geschäft ausüben zu können. Und es ist natürlich alles mit Kosten verbunden. Und das macht natürlich so eine Gründung schon zu einem gewissen Risiko, ja. Was natürlich dann aber auch auf der anderen Seite, wenn es gut geht, auch sehr, sehr gut bezahlt wird, ja. Genauso ist es in der Selbstständigkeit, ja. Auch die Solo-Selbstständigen haben natürlich ein gewisses Risiko, weil sie ja eben auch dementsprechend Fixkosten haben und ja auch für ihre Ergebnisse natürlich selbst verantwortlich sind. Das ist im Network Marketing auch so. Auch hier sind wir selbst verantwortlich, nur haben wir eines nicht. Wir haben nicht diesen ganzen Apparat an Fixkosten. Das heißt, wir brauchen keine Raummiete, wir haben keine Gehälter, die wir bezahlen müssen, ja, das macht alles dann dein Partnerunternehmen, aber du hast den Vorteil, du kannst das Geschäft genauso skalieren wie ein Unternehmen, ja, und ich vergleiche das immer mit dem Einzelhandel, wenn du heute eine Einzelhandelskette hast, ja, die eröffnen immer wieder neue Filialen, ja, um zu wachsen, und das kannst du im Network Marketing auch nur mit dem einen Unterschied, dass du nicht für die Löhne und Gehälter, ja, der anderen bezahlen musst, sondern du wirst einfach an den Umsätzen beteiligt und wenn du die Menschen gut ausbildest, ihnen das Rüstzeug gut vermittelst, dann werden sie auch gut produzieren können, gute Arbeit abliefern können und du wirst dann dementsprechend daran auch partizipieren und Erfolg haben. Ja, also das ist der eine große Vorteil. Ja, und es gibt viele Vorteile. Du hast, wie gesagt, diese Fixkosten nicht. Du hast freie Zeiteinteilung. Ja, du kannst arbeiten, wann und wo du willst. Das Einzige, was du im Prinzip brauchst, ist halt, ja, ich sag mal dein Smartphone. Ja, du brauchst vielleicht einen Laptop und that's it. Ja, das war's dann schon. Also aus meiner Sicht absolut ja, konkurrenzlos, ja, und du musst nicht jeden Tag aufs Neue immer wieder Kugelschreiber zusammenbauen oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich persönlich habe jetzt nichts gegen Kugelschreiber zusammenbauen, auch wenn ich persönlich jetzt nicht machen würde, aber du weißt, was ich meine, ja. Also das ist der eine Punkt. Und dann die zweite Möglichkeit, die du in Betracht ziehen solltest, ist Affiliate Marketing. Warum? Weil es sich super gut ergänzen lässt. Ja, und zwar mein Fokus liegt immer auf meinem Network Marketing Business, ja, immer. Aber es wird auch Menschen geben, ja, in deinem, die in dein Leben treten, die werden bei dir aber nicht anfangen. Aber die haben sich vielleicht bei dir eingetragen, ja, auf deine E-Mail-Liste und die haben ja grundsätzlich Interesse an dem Thema. So, und jetzt kannst du, egal in welcher Nische du bist, ich könnte darauf wetten, dass du dort viele, viele gute Affiliate-Produkte findest, ja, die du zum Beispiel zum Thema anbieten kannst. So, und jetzt gibt es die Menschen, die sagen, nee, ich fange jetzt nicht im Network Marketing bei dir an, weil momentan ist einfach noch nicht die Zeit reif oder die Person traut sich noch nicht. Da gibt es so viele Gründe, die da mit reinfließen können. Und vielleicht fangen sie erst in einem Jahr an oder 1,5 Jahren oder sogar noch später, ja. Bei mir kommen heute Leute auf mich zu, die sind schon 2 oder 3 Jahre auf meiner Liste zum Beispiel. Aber,
Und das ist genau der Punkt. Du kannst jetzt schon den Menschen Informationen bereitstellen, ja, und ihnen dann sozusagen Produkte empfehlen, die zu deinem Thema passen, ja. So, und dann kaufen die Menschen diese Produkte. Klar, muss es natürlich richtig machen, aber dann kaufen die Menschen diese Produkte und so hast du entweder deine Werbekosten raus oder hast einen super lukrativen Hinzuverdienst, obwohl du dich im Prinzip auf diese eine Sache dann halt auch konzentrierst. Das heißt, es ergänzt sich super Affiliate-Marketing und Network-Marketing und kannst, das ist das, was ich dir eigentlich nur ans Herz legen kann, dann auch dann zu tun, ja, weil auch beim Affiliate-Marketing hast du keine Fixkosten, ja, was du brauchst, ist ein PC, Smartphone und dann im Prinzip noch ein Tool, mit dem du E-Mail-Marketing betreiben kannst, ja, das sollte eine gewisse Automation haben, auch hier findest du unterhalb des Videos die Tools, die ich nutze, ja, such da einfach das für dich Passende aus oder wenn du dir, wie gesagt, weitere Informationen anforderst, dann kriegst du genau die Infos, die du benötigst, um die richtigen Entscheidungen dann halt auch zu treffen, ja. So, und dann musst du natürlich, das sind jetzt die zwei Wege, die du tun kannst, und dann musst du natürlich wissen, wie kannst du es machen, ja, und da gibt es eine Vorgehensweise, die nennt sich Attraction Marketing, und Attraction Marketing hat früher funktioniert, auch als es noch kein Internet gab, da waren es dann Presseartikel oder sonstiges, ja, und oder Werbebriefe oder wie auch immer. Und heute in Zeiten des Internets funktioniert es genauso und es wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch funktionieren. Auch hier werde ich dir ein Video bereitstellen, wo ich auf das Thema Attraction Marketing ja schon näher eingegangen bin, ja. Versuche eine Vorgehensweise zu machen, um dein Geschäft groß zu machen, was du halt, wie gesagt, dauerhaft ja auch anwenden kannst. Vielleicht ändern sich ein bisschen die Werkzeuge. Also früher waren dann Pressemitteilungen in Presseportalen etc. das Maß der Dinge. Heute sind es halt soziale Netzwerke wie YouTube, Facebook etc. Ja, also vielleicht ändert sich da ein bisschen was in der Art und Weise, wie du nach außen gehst, wie du nach außen dringst. Aber vom Kern bleibt es immer bleibt es konstant, ja, und letzten Endes geht es beim Attraction Marketing, im Kern einfach darum, dass du dich als Mensch präsentierst, dass du als Mensch auf dich aufmerksam machst, ja, und dadurch interessant für andere wirst und passende Kunden und Geschäftspartner anziehst. Auch jetzt, wenn du dieses Video guckst, ja, wird es Menschen geben, denen wird das Video nicht gefallen. Und es wird aber Menschen geben, denen wird das Video gefallen. Die werden sich weitere Informationen anfordern, ja. Und manche halt auch nicht. Und das ist Attraction Marketing. Und zum Schluss kommen Menschen raus, ja, die mit dir persönlich arbeiten wollen. Und das ist das Schöne am Attraction Marketing. Und das ist auch konkurrenzlos, weil du bist einzigartig, ja. Produkte etc. Man kann alles miteinander irgendwo vergleichen und was man aber nicht vergleichen kann, ist die Individualität des Einzelnen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, beschäftige dich mit Attraction Marketing und den Tools, die da dazugehören und bau dir so langfristig auch ein Business auf. Ja, es muss auch nicht immer Content Marketing sein, so wie jetzt hier YouTube Video etc. Du kannst auch Werbeanzeigen schalten, um dann quasi deine Liste aufzubauen und darüber dann Attraction Marketing zu machen. Ja, der Vorteil ist, du kannst alles, was du in diesem Prozess brauchst, wie gesagt, Video verlinke ich dir. Alles, was du in diesem Prozess brauchst, kannst du auch nahezu 100% automatisieren. Ja, was du nicht automatisieren kannst, ist die Arbeit dann mit deinem Team im Network Marketing. Das solltest du, das muss halt noch von Mensch zu Mensch erfolgen, ja, in Gesprächen etc. Wenn Menschen Fragen haben, dann solltest du da sein, ja. Aber so kannst du dir langfristig ein Business aufbauen, ohne jetzt deinen Hauptjob kündigen zu müssen. Und das sind jetzt meine zwei Top-Möglichkeiten und meine Top-Vorgehensweise, die ich jedem uneingeschränkt zu 100% empfehlen kann. Wenn du weitere Informationen willst, findest du unterhalb des Videos dann dementsprechend die verschiedenen Links. Schau dich um, ja, fordere dir kostenlos Informationen an. Ich werde die dann über meinen Newsletter dann dementsprechend zur Verfügung stellen. Wenn du Fragen hast, nutz die Kommentarfunktion. Wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, wenn du sagst, ja, das Video war
War gut, ja. Dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen ja diese Informationen interessant sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal uns im realen Leben über den Weg laufen. In diesem Sinne alles Gute, maximalen Erfolg. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Yeah.